dann schauen wir auf die Zahl der Todesfälle. Und da sind hier nochmal 512 dazugekommen, die an oder aber mit Corona gestorben sind. Und das ist die traurigste Seite der Pandemie. Ich glaube, ich werde meinen Kindern und mir selbst einen Brief schreiben. Wir haben den 16.11.2020 und ich war über eine Aussage im Radio zutiefst getroffen und schockiert. Ich habe mich unendlich geärgert und gekränkt und den I-Punkt setzte aber mein 11-jähriger Sohn. Denn er machte sich auch noch lustig über diesen wirklich widerlichen Beitrag. Selbst wenn das eine Art Satire war, so ist sie mit Abstand das Geschmackloseste und Geschissenste, das ich je in meinem Leben gehört habe. Es ging um die Verherrlichung von Faulheit. Das ungefähr so klang. Wir waren faul wie die Waschbären und so haben wir 2020 überstanden. Das ist für mich das Unwort des Jahres. Obwohl wir da gute Auswahl hatten. Wie Pandemie, Kurzarbeit, Homeoffice, Lockdown, Betriebsschließung, Scheidungsraten, Corona-Test, Corona-Kredit, Corona-positiv. Aber das alles ist eigentlich nichts gegen die Verherrlichung der Faulheit, mit der wir einer so großen Krise unsere Gesellschaft betrügen. Ich habe mir meine kleine Welt aufgebaut, durch Fleiß, Tüchtigkeit, Trotz und Entbehrlichkeit. Ich habe an meiner Seite ein Team an Mitarbeitern, die an Fleiß, Loyalität und Hilfsbereitschaft nicht zu übertreffen sind. Ich arbeite auch in dieser sehr schwierigen Zeit mit Firmen zusammen, die ständig mehr als 100% geben. Eine davon macht gerade all die Videos für uns. Ich sehe in so vielen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Nahversorgung, Menschen, die sich gegen diese unvorstellbar großen Aufgaben stemmen. Ich sehe so viele Unternehmen, die mit dem Überleben kämpfen und so viele, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben. So halte ich hier fest, wir haben 2020 überstanden, indem wir vorsichtig, aber einfallsreich, loyal, hilfsbereit und zuversichtlich waren. Die Krise 2020 war für mich ein Aufruf, mich körperlich und geistig noch fitter zu machen. Ich bin noch ehrgeiziger, aber auch spiritueller und großzügiger geworden. Ich habe auch versucht, mir durch Lesen noch mehr emotionale Intelligenz anzueignen. Nun hoffe und bete ich inständig, dass ich wieder in einer Welt munter werde, wo die Mehrheit von uns nicht faul wie die Waschbären oder womöglich seicht wie die Vogeltrinken geworden sind. Horst Rötzer, 16.11.2020.